Es ist enorm wichtig, sich bereits zu Lebzeiten zu entscheiden, ob man Organspender sein will oder nicht. Denn den Angehörigen fällt es im Fall eines Todes recht schwer, darüber zu entscheiden. Nun war in den letzten Jahren die Anzahl der Spender sehr rückläufig. Wie sieht die Tendenz jetzt aus? Es hat sich eher zum Positiven verändert. Die Spenderzahlen sind zum Glück wieder gestiegen, sodass wir eigentlich auch gerade hier in der Region Mitte oder Region Ost, so wie wir hier heißen, und auch in Sachsen-Anhalt, mit der Anzahl der Spender deutlich wieder nach oben gestiegen ist, sind, nachdem es vor 5, 6 Jahren ja nicht so besonders gut aussah. Also das hat sich wirklich wieder positiv entwickelt, kann man nicht anders sagen. Nun ist heute diese Informationsveranstaltung, was soll den Leuten rübergebracht werden? Was ist jetzt besonders wichtig zu wissen erstmal? Wichtig ist weiterhin zu wissen, die Aufklärungsarbeit und dass keiner, der in ein Krankenhaus geht, Angst haben muss, dass wenn es ihm schlecht geht oder er auch eine Erkrankung des Kopfes hat oder etwas, dass er nicht erstmal das Maximale versucht wird, das Leben zu retten des Betroffenen. Und erst dann, wenn die Situation unwiederbringlich verloren ist für den Patienten, dass man dann umdenkt und denkt, könnte der Patient ein Organspender sein, hat er seinen Willen geäußert. Also da ist immer noch die Angst in den Köpfen da bei der Bevölkerung, dass da nicht die Rettung des Patienten im Vordergrund steht. Und das ist was, das kann man nicht oft genug erzählen. Das muss man immer und immer wieder sagen. Das entscheidet ja auch nicht einer alleine, ne? Ob ein Patient ein Spender wird, entscheidet die klinische Untersuchung. Und es waren immer schon 2 Ärzte, die diese Untersuchung unabhängig voneinander gemacht haben. Und so ist es auch geblieben. Es ist ein bisschen mehr differenziert worden und genauer festgelegt worden, wer es darf. Aber im Grundsatz entscheiden es 2 Ärzte in unabhängigen Untersuchungen und sie müssen zu dem gleichen Ergebnis kommen. Der Empfänger ist vielleicht dann auch dankbar, nicht vielleicht, er ist mit Sicherheit dankbar. Erfährt er oder kann er in Erfahrung bringen, von wem er das Herz hat? Oder wir kennen das ja, die Problematik Datenschutz. Es war schon immer so, dass der Spender für den Empfänger vom Namen her anonym bleibt. Aber die Familie des Spenders erfährt zum Beispiel, ob die Operation und das Organ eine gute Funktion aufgenommen hat, ob derjenige männlich oder weiblich war und wie alt und wie lange er schon auf der Warteliste war. Der Empfänger, es ist ja bei einem Spender sind es ja mehrere Empfänger, der Empfänger erfährt in der Regel nicht so viel über seinen Spender, wie die Familie des Spenders darüber erfährt, ob die Organe gut transplantiert werden konnten. Meine letzte Frage ist, gibt es eigentlich eine Altersbegrenzung? Wie lange ist man, kann man Organspender sein? Es gibt keine Altersbegrenzung. Es kann im hohen Alter auch über 80-Jährige, auch über 85-Jährige können ein Organ spenden. Entscheidend ist, ob die Funktion des Organs in Ordnung ist, ob es gesund ist. Das ist auch zum Beispiel bei Nieren oder bei Lebern auch im hohen Alter noch so, dass sie gut funktionieren. Und dann können diese Patienten auch Organspender sein. Und jetzt gebe ich Ihnen noch die Möglichkeit, einen kleinen Aufruf, den Sie mit Sicherheit dann oben auch sagen werden, an unsere Zuschauer, werdet Organspender? Das kann ich nur unterschreiben und unterstützen, dass ich sage, informiert euch, geht zu Veranstaltungen, fragt die DSO, geht ins Internet auf die Seite der Zentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es gibt überall Informationen, wo man sich belesen kann und man braucht keine Angst zu haben. Das ist meine feste Überzeugung hier in Deutschland, dass wir mit dem Thema Hirntod und der Bereitstellung von Organspendern sehr, sehr sorgfältig umgehen. An diesem Tag trafen wir auf einen jungen Mann, der eigens zu dieser Veranstaltung angereist war, Kevin Kerrott. Sie sind heute mit hier. Sagen Sie mal den Zuschauern, weshalb sind Sie heute mit hier? Ja, es geht ja um Organspende. Ich habe seit 3 Jahren ein neues Organ und habe circa 6 Jahre darauf gewartet und überhaupt immer über Organspende darüber aufzuklären, bin ich halt jetzt hier und möchte den Leuten das Thema einfach nahebringen, dass man sich generell einmal mit dem Thema auseinandersetzt. Das Warten auf ein Spenderherz war für den jungen Mann nicht leicht.
Mit 19 Jahren, 2010 war das, habe ich eine Herzmuskelentzündung gehabt und dadurch war mein Herz so vergrößert, dass es den nicht mehr geschafft hat, das Blut durch den Körper zu pumpen. Ich lag dann 6 Wochen im Krankenhaus in Leipzig im Herzzentrum, habe das nicht geschafft, bekam dann so eine Art Kunstherz, ein Unterstützungssystem für mein Organ, habe damit dann 6 Jahre circa gelebt und dann lag ich nochmal 3 Monate 2016 im Herzzentrum und habe auf ein neues Organ gewartet, war dann bettlägerisch und habe im letzten Moment noch rechtzeitig, Gott sei Dank, ein Organ bekommen. Wie war für ihn dann die Zeit danach? Was hat ihn bewegt? Grundsätzlich ist das natürlich schon komisch, wenn man weiß, dass man ein Organ von jemand anderem hat. Aber man ist auch unfassbar dankbar dafür. Diesen Dank kann man nicht beschreiben. Danach ging es erstmal bergauf, natürlich. Ich habe mich total gefreut und ich musste neu laufen lernen, weil ich lange bettlägerisch war. Und die Fortschritte, die haben mich dann natürlich auch motiviert. Und danach habe ich dann geheiratet, habe eine Tochter. Allerdings haben wir uns auch schon wieder getrennt. Aber so ist das Leben. Ja. Und dank der Organspende darf ich dieses Leben noch erleben, wie es jeder andere auch darf. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und ja, ich sehe meine Tochter wachsen und gedeihen. Das macht mich schon extrem stolz. Und ohne Organspende gäbe es auch meine Tochter nicht. Und er ist vor allem eines, sehr, sehr dankbar. Ja, diese Dankbarkeit kann man nicht in Worte fassen. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Er hat mir ermöglicht, meiner Tochter, so wie sie jetzt ist, leben zu dürfen und aufwachsen zu dürfen. Das ist das, ich glaube, das größte Geschenk, was man jedem überhaupt einem Menschen machen kann. Nun waren Sie relativ jung. Ich meine, nun haben noch nicht so viel Lebenserfahrung oder gehabt. Aber trotz alledem, genießen Sie das Leben jetzt anders? Ich sag mal so, mit 19, da war das so, wenn ich an der Kasse stand, dann habe ich mich aufgeregt, dass es so lange gedauert hat. Heute lache ich darüber, weil das sind so, ich erfreue mich an den Kleinigkeiten. Ich bin einfach froh, dass ich leben darf und dass ich auch, ich atme einfach tief ein und genieße die Sonne draußen und diese Blumen schaue ich mir an. So einfach die Kleinigkeiten, die genießt man jetzt viel mehr und ist auch generell gelassener mit allem, weil man es eh nicht ändern kann, wie das Leben manchmal so spielt und das habe ich so daraus gelernt, ja. Wenn Sie heute vor die Gäste treten, was geben Sie ihnen mit auf den Weg? Generell soll sich jeder mit Organspende auseinandersetzen. Das ist ganz wichtig. Welche Entscheidung man trifft, ist jedem selbst überlassen. Da gibt es verschiedene Entscheidungen, verschiedene Gründe. Das ist auch legitim, dass das selbst getroffen wird, die Entscheidung. Ich möchte einfach den Menschen näher bringen, dass Organspende wichtig ist. Niemand wartet gerne, weder auf Bus noch Bahn und schon gar nicht auf ein lebensrettendes Organ. Von daher, und dem Personal, wenn welches gleich mit dabei ist, dann muss ich denen auch nochmal unbedingt sagen, dass sie einen super Job machen, ja. Und dass viele Leute auch denen dankbar sind dafür, dass sie jeden Tag hier sind und dafür, dass sie jeden Tag alles leisten, um dem Patienten das Beste bieten zu können.